Hallo ihr Lieben, wer mein vorletztes Video gesehen hat, wird vielleicht schon eine Ahnung haben, was es mit diesem Video hier auf sich haben könnte. Der Videotitel lautet, was haben diese Bücher gemeinsam? Und ich zeige sie euch jetzt alle nochmal, wartet. Das ist ein relativ großer Stapel und es sind jeweils immer nur einzelne Teile von Buchreihen. Und diese Bücher haben alle eins gemeinsam, und zwar das, dass diese Reihen nicht weiter übersetzt werden. Und wenn ich mir diesen Stapel hier angucke, ist er doch echt relativ hoch. Und das bringt für mich die Frage auf, lohnt es sich überhaupt noch, Buchreihen zu kaufen und zu lesen? Wie bereits auch einige andere Booktuber wollte ich einfach mal das Thema Buchreihen, die nicht weiter übersetzt werden, in den Raum schmeißen und euch als meine Community auch einmal zu dem Thema mit abholen und euch über das Thema informieren. Denn es ist im Moment echt mega heftig viel, was für Buchreihen nicht weiter übersetzt werden. Das ist es, worum es in diesem Video heute gehen soll. Zu diesem Video quasi inspiriert hat mich die liebe Sarah von A Court of Wanting Books. Ich werde ihr Video zu dem Thema auf jeden Fall unten in der Infobox verlinken. Sarah hat ein ganz, ganz tolles Video zu diesem Thema gemacht, was ihr euch unbedingt angucken solltet. Es ist auch am Anfang sehr, 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 sehr lustig und ich glaube, wir erkennen uns in diesem Video alle auch wieder. Und ja, schaut euch das Video von der lieben Sarah auf jeden Fall an. Und sie hat mich zu diesem Video inspiriert und mich dazu inspiriert, auch mal meine Meinung zu dem Ganzen loszuwerden. Denn ich finde, es ist wichtig, dass wir als Leser auch einfach mal unsere Meinung in die Welt hinaustragen und auch einfach mal unseren Frust rauslassen zu dem Thema. Denn was die Verlage, beziehungsweise für mich eine große Verlagsgruppe gerade hier im Moment tut, ist einfach nur nicht in Ordnung. Und ich werde meine Konsequenzen auch, was das betrifft, daraus ziehen, was zumindest diese eine Verlagsgruppe betrifft. Ich möchte aber euch als allererstes mal darüber informieren, von was für Buchreihen ich persönlich betroffen bin, welche nicht weiter übersetzt werden, wo es offiziell bestätigt wurde, dass sie nicht weiter übersetzt werden. Es gibt so Buchreihen wie jetzt zum Beispiel Stormheart von Cora Carmack, wo der zweite Teil im Englischen draußen ist, wo eigentlich das Buch übersetzt werden sollte, es aber vom Verlag her nicht mehr angekündigt wurde. Aber gerade zu aktuellem Stand nicht weiß, wird es weiter übersetzt oder nicht. Ich werde den Verlag die Tage mal anschreiben und mal fragen und euch dann auf jeden Fall auch noch eine Info darüber geben. Und aber zu aktuellem Stand bei Stormheart weiß ich es im Moment einfach nicht, ob es weiter übersetzt wird oder nicht. Es kann sein, dass der Verlag auch hier sagt, wir übersetzen es nicht weiter, was einfach zu lange her ist. Aber der zweite Teil ist da im Englischen auf jeden Fall ja raus. Das ist das, was ich weiß. So. Kommen wir mal zu den Buchreihen, die nicht weiter übersetzt werden, die mich persönlich betreffen. Ich nehme jetzt einfach mal hier das oberste Buch vom Stapel. Ich dachte mir, ich zeige euch die Bücher einfach auch nochmal, damit ihr auch nochmal wisst, welche Reihe das genau ist. Und zwar ist das zum einen die Shatter Me Trilogie von Tahereh Mafi. Diese Reihe wird nicht weiter übersetzt. Im Deutschen haben wir die ersten drei Bände dieser Reihe bekommen. Wer die Bücher gelesen hat, weiß, dass das Ende schon irgendwie ein Ende ist, aber dass die Geschichte definitiv noch nicht abgeschlossen ist und dass es hier definitiv noch weitergeht. Der Verlag wird diese Reihe nicht weiter übersetzen, weil es einfach schon viel zu lange her ist, dass diese Bücher erschienen sind. Ich glaube, der Verlag geht hier einfach davon aus, dass es nicht genug Leser gibt, die diese Reihe weiterlesen wollen. Wo ich mir aber denke, so, man sollte das nicht unterschätzen, wie lange wir Büchermenschen auf eine Fortsetzung warten können. Ich hätte hier definitiv gerne eine Fortsetzung gehabt, denn die Geschichte von Juliet Warner und Adam und diesen ganzen, wie hieß es noch gleich? Reestablishment. Das hat mich schon sehr interessiert und ich finde es sehr, sehr schade, dass diese Reihe nicht weiter übersetzt wird. Ein bisschen verstehen kann ich es, da es wirklich schon sehr, sehr lange her ist, dass diese Bücher erschienen sind, dass der Verlag da sagt, okay, wir übersetzen sie nicht weiter. Ja, ähnlich wie bei Shatter Me ist es bei dieser Reihe hier, was ich einfach nur traurig finde. Diabolik von S.J. Kinkaid wird definitiv nicht weiter übersetzt. Wir werden den dritten und letzten Teil dieser Reihe nicht mehr übersetzt bekommen. Ich glaube, der Verlag hat das hiermit begründet, dass nicht genug Fans für diese Reihe da sind. Wo ich dem Verlag recht geben muss, dieses Buch ist total untergegangen, diese Geschichte. Was ich immer noch sehr, sehr traurig finde, denn diese Geschichte ist einfach so unglaublich
gut. Es ist so eine tolle Science-Fiction-Geschichte mit so wahnsinnig tollen Charakteren und einer so wahnsinnig tollen Welt auch. Und da sind so tolle Ideen von der Autorin drin. Und ja, ich kann aber verstehen, wenn der Verlag hier auch sagt, wir haben nicht genug Fans für die Reihe, wir übersetzen sie nicht weiter, das lohnt sich finanziell für uns einfach nicht. Ist das hier auch, wie gesagt, eine der Reihen, wo ich sagen kann, okay, ich verstehe es. Was ich nicht verstehen kann, dass das Buch so untergegangen ist in der Masse, weil diese Geschichte einfach wirklich wahnsinnig toll ist, aber es haben einfach zu wenig Leute damals auch gelesen. Und ich glaube, es war damals auch auf BookTube so, dass nicht wirklich viele Leute dieses Buch vorgestellt haben. Also es haben auch nicht viele BookTuber gelesen. Und ja, dadurch ist dieses Buch hier total untergegangen. Was ich absolut schade finde, denn wer das Buch hier gelesen hat, den zweiten Teil von Diabolik, weiß, was für ein wahnsinnig, wahnsinnig frustrierendes Ende das hier hatte. Und ich weiß jetzt, dass ich nie erfahren werde, wie es hier weitergeht mit Nemesis. Und das bricht mir mein Herz einfach, dass ich nie erfahren werde, wie das Ganze hier ausgeht. Denn wer mich schon länger verfolgt, weiß, dass ich unenglisch lesen. Das wird einfach nichts. Ich kriege es nicht auf die Reihe. Ich habe es mehrfach versucht mit verschiedenen Büchern und ich bekomme es einfach nicht hin. Ich bin dann einfach nur frustriert beim Lesen und ja, ich könnte das Buch dann nehmen und in die Ecke schmeißen und lese die ersten 10 Seiten und dann bleibt es liegen. Ich habe das, wie gesagt, mehrfach probiert und ich bekomme es einfach nicht auf die Reihe. Dafür bin ich im Englischen einfach zu schlecht. Und ich habe auch jetzt nicht die Muse dazu, jetzt noch Englisch zu lernen. Und ja, deswegen werde ich nie erfahren, wie Diabolik ausgeht, was mir mein Herz bricht. Da aber Diabolik so Herzensbücher von mir sind, bleibt die Reihe definitiv hier. Und ich werde irgendwann den ersten und auch den zweiten Teil definitiv nochmal lesen. Denn es ist einfach eine so, so wahnsinnig tolle Geschichte, die hier dahinter steht. Und ja, es bricht mir mein Herz, dass diese Reihe nicht weiter übersetzt wird. Aber ich kann es seitens des Verlages hier noch irgendwie nachvollziehen. Welche Reihe jetzt auch nicht weiter übersetzt wird, wo ich aber sagen muss, okay, ich finde das jetzt nicht so ultra dramatisch, ist Legend von Marilou. Diese Reihe ist ja an und für sich abgeschlossen. Es gibt hier ein Spin-off zu dieser Reihe, was der Verlag aber nicht mehr übersetzen wird, wo ich sage, okay, das kann ich noch verstehen. Das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, dass die Legend-Bücher damals rausgekommen sind. Und ja, die werden halt nicht beide übersetzt, also das Spin-off wird nicht übersetzt. Das ist für mich auch okay, da bin ich auch echt mit fein, denn ja, Legend hatte einen Abschluss, diese Trilogie ist beendet worden und wenn das Spin-off halt jetzt nicht erscheint, ist es zwar ein bisschen traurig, weil wir nicht erfahren werden, was für eine tolle Geschichte Marilou uns hier präsentiert, aber es ist jetzt für mein Leserherz nicht so dramatisch und so schlimm, weil es ist ja eine abgeschlossene Geschichte. Machen wir weiter mit dem Buch hier, was ich auch echt schade finde. Und zwar Die schwarze Zauberin von Lori Forrest. Das soll eine 7-teilige Buchreihe im Englischen, glaube ich, werden. Aber das werden wir nie erfahren, denn der erste Band wurde übersetzt, der Rest wird nicht mehr übersetzt. Denn auch diese Reihe hatte viel zu wenig Fans und ja, wird halt deswegen nicht weiter übersetzt. Was ich sehr, sehr schade auch finde. Denn ich fand, dieses Buch hat echt Potenzial. Diese Geschichte war wirklich richtig, richtig gut vom Aufbau her. Und ich glaube, dass da von der Autorin auch noch einiges kommt in der Geschichte. Und ja, ich finde es sehr, sehr schade, dass wir auch hier nicht erfahren werden, wie es weitergeht. Und auch hier war wieder das Problem, einfach zu wenig Leser. Dieses Buch ist auch einfach wieder in der Masse der ganzen Bücher untergegangen, die hier jedes Jahr rauskommen. Und ja, ich finde es auch echt traurig, dass wir hier nicht erfahren werden, wie es weitergeht. Denn diese Geschichte hat einfach so viel Potenzial. Oh, Mann. Und auch das Ganze mit diesen ganzen Völkern, was hier in diesem Buch drin war. Also es gab hier, ich glaube, 7 oder 8 verschiedene magische Völker. So Lykaner und Hexen und ich weiß gar nicht, was gab es denn alles noch? Elben, Ikarale, also es gab Gardenia, also es gab ganz viele verschiedene Stämme, die hier in diesem Buch aufeinander getroffen sind in dieser Schule und es war einfach eine so coole Geschichte vom Ansatz her und ja, ich finde es einfach sehr, 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 sehr traurig, dass diese Reihe nicht weiter übersetzt wird, weil sie halt auch zu wenig Fans hatte. Schade, wirklich, wirklich schade um diese Geschichte, die war wirklich richtig gut, aber das ist halt auch so ein Buch, wo ich es seitens des Verlages verstehen kann, dass es nicht weiter übersetzt wird, weil HarperCollins ist jetzt auch kein Riesenverlag, wo ich sage,
ja, die haben halt die finanziellen Mittel auch, um einfach mal so aus Jux und Tollerei Bücher zu übersetzen. Nee, also da kann ich das schon verstehen, dass sie sagen, okay, diese Reihe hat nicht viele Fans gehabt. Was ich nicht verstehen kann, weil es haben auch wirklich viele Booktuber und auch Buchblogger dieses Buch gelesen und wirklich gut befunden und gut rezensiert. Aber irgendwie hat es anscheinend keiner gekauft, weil alle Sarah Jemmas gekauft haben zu dem Zeitpunkt. Machen wir weiter mit der nächsten Reihe. 4 Stück sind es jetzt noch, die nicht übersetzt wird. Und zwar, was auch nicht übersetzt wird, ist der 3. Teil von Iskari. Ich finde es einfach zum Kotzen. Ich kann es einfach nur so sagen. Ich finde es einfach nur zum Kotzen, dass der 3. Teil nicht übersetzt wird. Wer jetzt die ersten beiden Teile aber zu Hause hat und noch nicht gelesen hat, verzweifelt nicht. Bei Iskari ist es so, dass ihr den ersten und auch den zweiten Teil lesen könnt ohne Bedenken, denn die Geschichten an und für sich sind in diesem Buch in sich abgeschlossen. Wir erfahren jetzt halt nur zur großen Background-Geschichte nicht mehr, wie es ausgeht. Aber die einzelnen Geschichten in den Büchern sind in sich abgeschlossen, was hier wirklich gut ist. Denn wie gesagt, wenn der 3. Teil nicht kommt, würden wir sonst nie erfahren, wie es ausgeht. Ich kann es nicht verstehen. Iskari ist eine so, so tolle Reihe und eine so tolle Geschichte. Und es ist auch wieder hier eine wahnsinnig tolle Welt. Und ich glaube, dieses Buch ist auch eigentlich echt gut gehypt worden. Und ich kann einfach nicht verstehen, warum hier der 3. Teil nicht übersetzt wird. Wahrscheinlich hat diese Reihe auch wieder nicht genug Fans, was ja irgendwie immer die Standardaussage von dem Verlagen ist, wenn man eine Reihe nicht weiter übersetzt wird. Sie hat nicht genug Fans. Auf gut Deutsch, sie bringt nicht genug Geld ein. Ich meine, klar, ein Verlag ist auch nur eine Firma, die Geld verdienen muss, aber ich bin an einem Punkt, wo ich einfach nicht mehr möchte. So, das erkläre ich euch gleich. Dazu gleich mehr. Also auf jeden Fall, Iskari wird nicht weiter übersetzt, aber wie gesagt, dadurch, dass die ersten beiden Teile in sich abgeschlossen sind, kann man sie trotzdem lesen, ohne Bedenken, und man hat hier keinen fiesen Cliffhanger, mit dem man zurückgelassen wird, wie jetzt zum Beispiel bei Diabolik oder Die schwarze Zauberin. Und ja, ich finde es sehr, sehr schade. Ich hätte wahnsinnig gerne den 3. Teil gelesen. Ich hätte wahnsinnig gerne noch gewusst, was es mit dieser Cousine von den beiden auf sich hat. Und ja, wir werden es jetzt leider nicht erfahren. Iskari wird nicht weiter übersetzt. Auch nicht weiter übersetzt. Und auch das bricht mir mein Herz, weil ich nie erfahren werde, wie diese Geschichte ausgeht, was nach diesem abartigen Cliffhanger hier im zweiten Teil passiert. Und zwar wird auch nicht weiter übersetzt. Constellation von Claudia Gray. Auch das eine wahnsinnig tolle Reihe. Auch das ist wieder Science Fiction. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass Science Fiction Geschichten immer nicht so gut ankommen, was ich nicht verstehen kann. Eine wahnsinnig tolle Reihe, und auch diese wird nicht weiter übersetzt, weil sie nicht genug Fans hat. Auch dieses Buch ist echt untergegangen in der Masse von den Büchern, und ich finde es einfach nur so, so traurig, dass es nicht weiter übersetzt wird. Denn der zweite Teil war einfach nur so mega gut, was da alles passiert ist, was sich in der Geschichte getan hat, wie sich das Ganze entwickelt hat, das Ende. Es ist einfach alles so gut gewesen und es ist einfach eine so wahnsinnig tolle Geschichte, und ja, es bricht mir das Herz, dass ich nie erfahren werde, wie es mit Adam und Nova hier weitergeht, und dass ich nie erfahren werde, was mit Nova passiert. Und ja, ich könnte heulen, echt, wenn ich drüber nachdenke. Das ist einfach eine so gute Geschichte, und ich werde nie erfahren, was am Ende passiert. Auch diese Bücher werden hier bleiben, definitiv, als Herzensbücher für mich sind, weil es einfach eine so tolle Geschichte ist. Und ich werde auch die ersten beiden Teile irgendwann nochmal lesen, auch wenn ich halt dann immer noch nicht weiß, wie es ausgeht und immer noch im Strahl kotzen möchte deswegen. Aber diese Bücher bleiben definitiv hier. 2 Bücher haben wir noch, die nicht übersetzt werden. Und das eine ist Renegades von Marissa Meyer. Der 3. Teil sollte jetzt im Januar erscheinen. Er wird nicht mehr erscheinen. Und ich verstehe es nicht, denn ganz ehrlich, der Verlag kann mir nicht erzählen, dass sie jetzt 3 Wochen, bevor das Buch rauskommen sollte, beschlossen haben, wir übersetzen das nicht mehr. Ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. 3 Wochen, bevor dieses Buch erscheint, canceln die einfach alles. Und ich verstehe es nicht. Hat diese Reihe auch wieder nicht genug Fans gehabt? Haben sie nicht genug Vorbestellungen gehabt für dieses Buch? Ich kann es nicht verstehen. Und es bricht mich einfach nur an, dass die Verlage einfach so grausam sind uns Buchmenschen gegenüber. Ich meine, klar, man muss halt immer den Firmenaspekt hinter dem Ganzen sehen, aber für mich als Leser ist es einfach nur zum Kotzen. Wenn ich einfach überlege, wie viel Geld ich für diese Bücher ausgegeben habe, ja? Also für Renegades jetzt nicht, das habe ich damals als Rezensionsexemplar bekommen. Aber wenn ich überlege halt, wie viel Geld man so für die Bücher ausgibt,
dafür, dass man dann nie erfahren wird, wie das Ganze ausgeht, könnte ich einfach nur brechen. Also, es ist einfach unschön. Und ich bin einfach auch echt gerade an dem Punkt, wo ich echt sauer bin, wenn ich mir hier die Masse an Büchern angucke, wo ich niemals erfahren werde, was dann passiert. Ich hatte Renegades im Übrigen auch vorbestellt. Viele haben gesagt, ja, das Buch ist doch noch gar nicht raus, das kann man doch noch bestellen. Ich hatte es vorbestellt bei Amazon. Amazon hat meine Bestellung storniert mit dem Hinweis, dieser Artikel wird nicht erscheinen. Also falls ihr das Buch noch irgendwo seht, dass es bestellbar ist, dann haben die es einfach noch nicht aus dem System genommen. Aber Renegades wird definitiv nicht erscheinen und das verstehe ich leider nicht. Wahrscheinlich hatte diese Reihe auch nicht genug Fans, ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall echt sauer darüber. Also hier bin ich echt richtig sauer, weil so 3 Wochen vor der Angst einfach zu sagen, wir haben es uns anders überlegt, sind nicht genug Vorbestellungen da, wir lassen das mit dem Buch einfach mal sein. Weißt du, dann sollen sie doch eine ganz kleine Auflage nur machen. Dann sollen sie das Buch von mir aus halt auch 5 Euro teurer verkaufen deswegen. Aber es dann einfach komplett zu streichen und zu canceln, das ist einfach, ey, da werde ich richtig sauer bei sowas. Und ja, Renegades wird auch nicht erscheinen. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich weiß, ich bin da, was das Thema betrifft, echt richtig angepisst. Ja, kommen wir jetzt zu dem wohl lächerlichsten Witz von allen. Das hat die liebe Sarah in ihrem Buch erzählt und ich beziehe mich jetzt auch hier auf die Aussage von Sarah. Ich selber habe mit dem Verlag nicht geschrieben zu dem Thema, aber die liebe Sarah von The Court of Mounting Books hat zu diesem Buch beim Verlag angefragt und hat gefragt, ob denn das Spin-off, naja, eigentlich ist es nicht ein richtiges Spin-off. Und zwar, es geht erstmal um die Wicked-Reihe von Jennifer Armentrout. Die Wicked-Reihe ist ja in sich abgeschlossen, aber es ist ja jetzt am 9. Dezember Kissed rausgekommen. Kissed habe ich persönlich aufgrund dieses ganzen Weihnachtstrubels auch noch nicht gekauft. Ich habe es jetzt bestellt, dass es jetzt die Tage ankommt. Und ja, es ging um Kissed. Und Kissed beinhaltet ja 2 Kurzgeschichten zur Wicked-Reihe. Und es gibt zu Kissed einen zweiten Teil, der heißt im Englischen The Queen. Und die liebe Sarah hat halt gefragt, ob The Queen übersetzt wird und ob es erscheinen wird im Verlag. Und die Aussage war, nein, diese Reihe hat nicht genug Fans. So, und wollen wir jetzt über die Aussage, diese Reihe hat nicht genug Fans, einfach nochmal drüber nachdenken, dass es einfach nur diese Kack-Scheiß-Standardausrede von jedem Scheiß-Verlag ist, nur weil sie eine Reihe nicht weiter übersetzen wollen. Hallo, wir reden hier von Jennifer Armentrout. Jennifer L. Armentrout. Jedes ihrer Bücher landet verdammt nochmal auf der Scheiß-Spiegel-Bestsellerliste. Und die wollen mir erzählen, diese Reihe hat nicht genug Fans? Sind die noch ganz dicht? Außerdem, eine Aussage zu treffen für ein Buch, was 2 Wochen vorher erschienen ist. 2 Wochen. Dieses Buch ist in der Vorweihnachtszeit am 9. Dezember erschienen. Okay, vielleicht haben sie damit gerechnet, dass mehr Leute sich dieses Buch zu Weihnachten schenken lassen. Aber nach 2 Wochen eine Aussage zu treffen, ja, die Reihe hat nicht genug Fans, sorry, die wird nicht weiter übersetzt. Was ist das denn? Man muss doch dem Buch auch mal eine Chance geben und mal Zeit geben. Hallo, es ist Weihnachten gewesen, vielleicht hatten auch nicht mehr alle genug Geld, sich die Bücher zu kaufen. Ich habe es mir jetzt ja auch erst nach Weihnachten bestellt. Also ich verstehe sowas nicht und das ist für mich das Hirnrissigste, was ich seit langem gehört habe. Ganz ehrlich. Und ich bin nach dieser Aussage so angepisst auf Random House. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich werde von Random House definitiv kein Buch mehr rezensieren. Definitiv nicht. Ich will dieses... Ich möchte diesen Verlag, diese Verlagsgruppe nicht mehr unterstützen im Moment. Ich bin auf diese Verlagsgruppe richtig sauer. Denn was von Random House ist, ist Wicked, Renegades, Constellation, Iskari... Und die Shadowmy-Trilogie. Das sind alles Random-Verlagshausbücher, die nicht weiter übersetzt werden, die Reihen. Das sind verdammt viele. Bei anderen Verlagen ist es mal eine Reihe. Bei Random House sind es jetzt, was mich persönlich betrifft, 5 Reihen. Und es gibt noch einige andere Bücher, wo die Reihen nicht weiter übersetzt werden von Random House, die mich jetzt persönlich aber nicht betreffen. Und ich denke mir einfach so, nee. Ich werde von Random House auch erstmal keine Bücher mehr lesen. Ich kaufe mir kein Buch mehr von der Verlagsgruppe. Habe ich für mich entschieden. Es sei denn, die Reihe ist komplett da. Ne? Also wenn ich jetzt bei Random House eine Reihe sehe, die mich anspricht, die komplett übersetzt ist, wo alle Bände erschienen sind,
dann ja. Aber ansonsten werde ich bei Random House keine Reihe mehr anfangen, wo nicht alle Teile da sind. Das ist die Konsequenz, die ich für mich jetzt daraus ziehe. Ich habe sowas von die Schnauze voll, rein anzufangen, Geld da rein zu investieren. Ein Buch kostet 20 Euro. Das ist für eine Menge Leute verdammt viel Geld. Und allein, wenn man sich mir überlegt, dass man sich 3 Hardcover im Monat kauft, sind das 60 Euro. Und das Geld musst du auch erstmal haben. Und dann kaufst du dir die Bücher, freust dich drauf und dann kommt der Verlag und sagt, Elle Badge, wir übersetzen die Reihe nicht zu Ende. Das macht mich einfach nur wütend. Das macht mich wütend und sauer und ja, man muss immer den finanziellen Aspekt sehen und den Firmenaspekt. Ja, klar, aber ich als Leser denk da in dem Moment auch nicht drüber nach. Ist mir scheißegal, ob der Verlag pleite geht oder nicht. Weil ich bin in dem Moment der Angeschissene. Ich habe keine Ahnung, wie viel Geld für diese Bücher ausgegeben und werde diese Geschichte nie zu Ende erzählt bekommen. Und das ist für mich echt die Konsequenz, die ich daraus ziehe, was Random House betrifft. Ich werde von Random House keine Bücher mehr kaufen, wo die Reihen nicht abgeschlossen sind. Ende. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ganz ehrlich, ich bin da, was das Thema betrifft, einfach so angepisst und ich habe so einen Hals, was das Thema betrifft, weil wir als Leser immer die Angeschissenen sind und nee, das sehe ich nicht mehr ein. Und ich möchte keine Verlagsgruppe mehr unterstützen, die so eine Scheiße macht. Ganz ehrlich, was soll das? Was zur Hölle soll das? Klar, es gibt auch andere Verlage, die mal eine Reihe einstellen, aber das sind Einzelfälle, ne? Also wie gesagt, das waren jetzt 3 Bücher von anderen Verlagen, wo eine Reihe nicht übersetzt wird. 3. Und wenn ich Shatter Me mit reinzähle, sind es für mich 5 von Random House. Ich möchte jetzt nicht auf Random House um Gottes Willen schimpfen oder irgendwas. Es ist eine Verlagsgruppe, die irgendwie überleben muss. Die müssen ihr Geld verdienen. Alles fein. Aber ich persönlich ziehe für mich die Konsequenz daraus. Ich werde von Random House keine Bücher mehr kaufen, wenn die Reihen nicht komplett abgeschlossen sind. Ende im Gelände. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich habe hier so viele Reihen angefangen von dem Scheißverein und ich werde einfach nie erfahren, was passiert, weil, ja, die Reihe hat nicht genug Fans. Standardaussage von Random House. Vielen Dank auch. Dankeschön. Danke für nichts, lieber Verlag. Vielen Dank für nichts. Ich werde dann auch gleich mein Bloggerportal-Account löschen. Ich möchte von denen keine Rätsel-Exemplare mehr haben. Nichts. Feierabend. Ende im Gelände. Das ist meine Konsequenz. Ich weiß, es ist ein bisschen übertriebene Reaktion und ich weiß, krieg dich wieder ein, bist du 3, warum regst du dich so auf? Man muss auch die finanzielle Seite sehen. Ja, da stimme ich euch zu, da benehme ich mich halt wie eine 5-Jährige, aber es muss halt auch einfach mal raus. Man kann nicht immer alles nur schlucken und hinnehmen und sagen, ach, das ist ja schade. Nein, man muss auch mal eine Konsequenz draus ziehen, ganz einfach. Und die ziehe ich jetzt für mich und ich möchte diese Verlagsgruppe in der Hinsicht nicht mehr unterstützen. Ende. Feierabend. Es gibt genug andere Verlage, die tolle Bücher und Reihen rausbringen und da muss ich mich nicht an Random House halten. Also dieser Kist habe ich mir jetzt auf jeden Fall bestellt, weil das Jennifer Armentrout einfach ist. Die Bücher kaufe ich alle. Also wenn es solche Fälle sind, wie es ist Jennifer Armentrout oder eine andere Lieblingsautorin, die ich habe, dann werde ich die Bücher sicherlich auch kaufen, einfach weil ich die Autoren dann unterstützen möchte, weil es halt meine Lieblingsautoren sind, aber ich werde von denen keine Reihe mehr anfangen, wo ich sage, oh, das Buch klingt aber toll, die Geschichte klingt aber gut. Nein, das werde ich definitiv nicht mehr tun, also rein von Random House einfach so anfangen, werde ich nicht mehr machen. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. So, jetzt habe ich ganz lange und doll geschimpft, das mir sehr, sehr leid tut, aber ich muss auch diesen Frust einfach mal rauslassen. Es muss einfach mal gesagt werden, denn ich finde es einfach nicht mehr cool, was das Thema betrifft. Und wie gesagt, es sind noch einige Reihen mehr, die nicht mehr übersetzt werden. Schaut auf jeden Fall in dem Video von der Sarah vorbei. Sie hatte auch noch 2, 3 andere Reihen, die nicht mehr übersetzt werden, die mich persönlich aber nicht betreffen. Deswegen habe ich es jetzt hier erstmal rausgehalten. Und ja, ich finde es einfach nur kacke. Ich finde dieses ganze, ja, wir übersetzen die Reihe nicht zu Ende, einfach nur kacke. Und da muss ich an der Stelle wirklich mal das Konzept von dem Kiss-Imprint loben. Denn die haben ja den Anspruch an sich. Wir kaufen nur Reihen ein, die tatsächlich komplett erschienen sind aus dem Englischen. Und das ist doch ein super Ansatz. Warum muss man denn immer Reihen einkaufen, wo jetzt gerade der erste Teil nur erschienen ist? Warum? Ich verstehe es nicht. Und ja, da muss ich einfach das Kiss-Imprint mal loben, dass die da einen sehr, sehr guten Ansatz haben und halt wirklich ein gutes Konzept dahinter haben, weil da bekommt man dann wenigstens die Reihe vollständig geliefert auch. Und da macht man das auch gerne und gibt da das gerne das Geld auch für die Bücher aus. Aber bei mir war das Maß mit Renegades jetzt echt voll, was Random House betrifft. Und ja, ich möchte
da keine Reihen mehr anfangen, wenn die nicht vollständig sind. Und für mich ist das Thema jetzt durch. Ich benehme mich jetzt wie eine Dreijährige und bocke. Und ich werde jetzt den ganzen Tag auch ein bisschen vor mich hin bocken und vor mich hinschmollen. Ich werde meinen Blogger-Account löschen bei Random House. Und ja, mehr gibt es zu dem Thema nicht zu sagen. Es tut mir sehr leid, aber auch ich muss mal Frust ablassen. Ich muss mal Wut rauslassen. Und ja, auch ich darf mich mal wie eine Dreijährige benehmen. So, damit soviel zu dem Thema. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr noch Reihen habt, die nicht weiter übersetzt werden. Falls ich auch was vergessen habe oder übersehen habe. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr von Reihen betroffen seid. Schreibt mir eure Meinung zu dem Thema gerne in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wenn ihr glaubt, dass ich überreagiere. Ja, ich weiß, dass ich teilweise überreagiere und dass dieses dumme Rumgeschimpfe sowieso sinnlos ist, aber es muss halt einfach mal raus. So, also wenn es bei euch auch einfach mal raus muss, lasst euren Frust in den Kommentaren ab. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.